So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Auch heute haben die Bullen im Moment noch nichts zu lachen. Denn aktuell stehen wir beim DAX auf Tagestief. Oder fast auf Tagestief. Diesen Chart habe ich gestern eben auch noch präsentiert und auch gesagt, dass hier bei 9.475 für mich noch eine Marke ist, wo der Markt drehen kann. Heute Morgen ist er leicht nach unten geditscht und konnte dann, ja, jedenfalls ein bullisches Reversal erstmal hinlegen. Aber die nächste Stundenkerze jetzt, die aktuell noch 5 Minuten läuft, macht natürlich diese Reversal-Kerze wieder zunichte, komplett. Auch wenn jetzt der DAX noch bei 9.500, also die 9.500er Marke zurückerobern kann, vielleicht in den 5 Minuten. Alles in allem muss man sagen, der DAX ist schwach, kann absolut nicht mit dem Dow Jones mithalten, obwohl der natürlich gestern auch einen rabenschwarzen Tag hingelegt hat. Aber das sind die Erholungsbewegungen deutlicher gewesen. Dank auch guten Unternehmenszahlen. Wenn man jetzt hier auf die Liste schaut, im DAX, ja, da kommt man wirklich ins Grübeln. Eine Deutsche Bank schon wieder 4% im Minus. Eine Volkswagen, habe ich jetzt heute gerade nicht die Nachrichten gelesen. Dürfte aber immer noch auch natürlich die Prozesse oder die Riesen, ja, die Rückstellungen wahrscheinlich sein für den Prozess. Deutsche Telekom muss ich mir nachher selber nochmal kurz anschauen, also wirklich kaum Lichtblick. Gerade mal der Versorger RWE oder E.ON ist aber jetzt hier auch im Minus, aber wenigstens im oberen Feld. Hier ist noch ein älterer DAX Xetra Chart zu sehen. Und wenn jetzt hier die Marke, die eben angesprochen ist, von 9.475 oder um 70 rum eben nicht hält. Im Prinzip auch der ganze Bereich kann man eigentlich, den habe ich eben auch hier im kurzfristigen Chart eben noch grün markiert als Unterstützungsbereich. Also hier muss der Markt eigentlich drehen, sonst sieht es wirklich definitiv düster aus. Aber wenn man sich eben die Liste anschaut, welche Aktie kann jetzt den DAX treiben. Morgen kommt jetzt eben Daimler und Münchner Rück raus mit Zahlen. Und da wirklich nichts Positives kommt. Oder halt eine positive Überraschung, oder dass die Marktteilnehmer da positiv reagieren. Ja, kann das auch, wenn jetzt auch Amerika nicht heute keine Reversal hinlegt, auch mit einem Gap Down eröffnen. Also da ist wirklich Vorsicht geboten. Im Prinzip stehen wir jetzt heute in etwa da wie am 20., also genau vor 2 Wochen. Hier sollte jetzt heute, wenn möglich, ein Reversal stattfinden. Sonst sieht auch die Wochenkerze natürlich dann übelst aus. Also mehr Setups habe ich ja damals vor 2 Wochen viele vorgestellt, alle an dem EMA 200, sind auch ja dann, wie gesagt, bullisch abgeprallt. Ein paar haben die Kursziele erreicht, ein paar nicht, ein paar war ich dann schon gleich skeptisch, aber im Endeffekt hat das nicht viel gebracht. Außer wer halt wirklich komplett antizyklisch eingestiegen ist und Teilgewinne sofort mitgenommen hat. Silber kann im Moment von der Situation auch nicht mehr groß profitieren, liegt über dem Buy-Level. Eine E.ON ist einer der, mein technisch, auch wenn es natürlich langfristig im Abwärtstrend ist, aber kurzfristig ist technisch im Moment eher stark einzuschätzen. Die Deutsche Bank natürlich nicht, da wurde ja hier kein Kauf getätigt, blieb unter dem EMA 38, ja, und markierte jetzt hier laufen neue Tiefs.
zum WTI-Öl. Konnte sich jetzt in der Nacht leicht nach oben absetzen. Hier war eben noch ein Tief möglich. Der Stoppkurs hat gehalten. Also kann jetzt hier der Stoppkurs nicht auf Schlusskursbasis, sondern direkt hier hoch bei 29,40 gesetzt werden. Wer jetzt hier auf das Alternative gesetzt hat, hat eine relativ gute Chance-Risiko-Verhältnis gehabt oder jetzt einen Stopp-Verlustrisiko relativ klein. Wer jetzt hier oben eingestiegen ist um den Dreh rum, liegt aktuell leicht im Minus, beziehungsweise eben hier im Plus. Die Analyse kam mir bei 30,20 raus. Also hier ist jetzt nicht viel passiert oder nichts geschrottet. Was gestern eben, was ich auch noch vorgestellt habe, war Euro gegen Yen. Da war ja die Kerze. Ich weiß nicht ganz genau, wann die Analyse rauskam jetzt. Ist aber auch egal. Die Kerze sah wirklich bärisch aus. Ditcht jetzt hier oben an in den Bereich. Geschrieben war in den Bereich der 1,30 oder 130er Marke. Da ist der Kurs noch, deswegen ist Paar noch nicht reingefallen. Und ideal wäre halt hier die Unterkante gewesen. 29, 129, 60, 70. Also da liegt man im Plus, im WTI liegt man im Plus. Sonst gab es jetzt gestern nichts. Sollte sich jetzt eben hier im Stundenchart, jetzt ist die Stundenkerze um. Komplett, ja, im Prinzip nichts Bullisches. Wer jetzt hier einen Trade wagen will, könnte natürlich an dem Tief oder noch 10, 15 Punkte tiefer, na, komplett antizyklisch eingehen, aber ich würde erstmal auch im 5-Minuten-Chart abwarten, ne, ob sich hier was eben einstellt. Hier wäre jetzt noch möglich, Muster zu komplementieren, einmal hoch, einmal runter und dann eben nach oben. Also noch ein Tief, nochmal vielleicht die Bären eine Einladung zu geben und dann aber nach oben durchziehen. Also hier werde ich mir hier das Setup und engmaschig den DAX weiterverfolgen. Sollte sich hier ein Tief, eben nochmal ein Tief ergeben. Die Muster würden dann das hergeben. Dann werde ich hier eine Long-Position aufnehmen. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.